Wissen Sie, einer der ersten Witze, die ich als Kind gehört habe, war, dass sie im Jahr 1960 in Moskau ein großes Plakat, ein Poster aufgehängt haben, das glückliche Menschen zeigte. Und darunter stand zu lesen, in 20 Jahren werden wir komplett dem Kommunismus verfallen sein. Eine Menschengruppe sieht es sich an und ein Mann fängt an zu lachen und hüpft vor Freude auf und ab. Und sie fragen ihn, sind Sie verrückt? Wieso, sagt er, ich habe Krebs im Endstadium, ich werde dann nicht mehr am Leben sein. Slavoj Žižek, Sie sind Philosoph, Kulturwissenschaftler. In welcher Zeit leben wir? Ja, das ist, wie es so schön heißt, die 1-Millionen-Dollar-Frage. Eine wichtige Frage. Denn die Antwort ist nicht so offensichtlich, wie es den Anschein hat. Eine bekannte linksgerichtete Theorie besagt, dass wir im neoliberalen globalen Kapitalismus leben. Ich glaube, danach hat es vielleicht 10 Jahre lang ausgesehen. Sehen Sie, in diesen 10 Jahren, von 1990, dem Ende des Kommunismus, zumindest in Osteuropa, bis zu den Anschlägen am 11. September, das war, ich nenne es die Francis Fukuyama-Epoche. Der Traum war, um Winston Churchill zu paraphrasieren, der angeblich gesagt hat, die Demokratie ist das schlimmstmögliche System. Das Problem ist nur, dass alle anderen Systeme noch schlimmer sind. So in etwa. Wir dachten so. Und viele von uns, selbst die meisten Linken, waren und sind immer noch, nennen wir sie Fukuyama-Linke. Denn zunächst einmal, ich habe Fukuyama ein paar Mal getroffen. Er ist kein Idiot. Er ist ein ehrlicher Mensch. Wissen Sie das? Wo steht er jetzt in den letzten 2, 3 Jahren politisch? Er sagt, er hat für Bernie Sanders gestimmt. Er sagt ganz deutlich, dass dieses Modell dennoch das Beste aller möglichen Welten ist, aber nicht mehr funktioniert. Er sah ganz deutlich den Antagonismus dieser Welt. Damit ich verstehen kann, was da vor sich geht. Ab dem 11. September ging von der Welt ein klares Signal aus, dass der globale Kapitalismus, zumindest ideologisch, nicht verallgemeinert werden kann. Und um dann auf die Krise von 2008 und später zu sprechen zu kommen, ich denke, es ist klar, dass ich muss hier ein wenig in die historische politische Philosophie eintauchen. Historical political philosophy here. My good friend Jean-Pierre. Mein guter Freund Jean-Pierre Dupuy, der beste Katastrophentheoretiker, behauptet, dass man sich mit der Situation, in der wir heute leben, nur dann angemessen auseinandersetzen kann, wenn man nicht die schlichte Logik der Möglichkeiten annimmt. Don't adopt the simple logic of possibilities.
Alles ist nicht vorherbestimmt, wir haben immer eine Wahl. Er sagte nein. Der einzige Weg, die bevorstehende Katastrophe oder auch Katastrophen abzuwenden, besteht darin zu akzeptieren, dass der Weg, den die Welt geht, wenn sie sich selbst überlassen ist, auf eine Katastrophe zusteuert. Wir befinden uns bereits in dieser Bewegung. Und wenn wir uns dann dessen bewusst sind, sollten wir uns um eine radikalere Veränderung bemühen. Die Vergangenheit neu interpretieren und neues Licht auf die Vergangenheit werfen, um vielleicht die Katastrophe zu beenden. Das ist etwas, das sogar Walter Benjamin schon benannt hat. Er sagt, nein, wir fahren nicht auf dem Zug der Geschichte. Wir müssen die Notbremse ziehen. Und ich denke, das ist klar. In globaler Hinsicht ist das Problem natürlich der globale Kapitalismus mit seiner Logik. Das Problem ist natürlich, dass der Kapitalismus das effizienteste System ist. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass daraus etwas hervorgeht. Wenn Menschen angesichts einer katastrophalen Situation den Ausdruck, es ist 12:05 oder vor Mitternacht oder was auch immer gebrauchen, da sage ich dann, nein, es ist bereits 12:05. Alles steuert bereits auf eine Katastrophe zu. Diese Tatsache müssen wir uns also zunächst einmal bewusst machen. Zuallererst geht es natürlich um Ökologie. Der allgemeine Trend zielt ab auf die Katastrophe. Dann kommt die Einwanderung, dann kommt was auch immer, benennen wir es, Atomkrieg. Und wieder sind wir an der Schwelle zu einem Weltkrieg. So, wir leben in einer Zeit der Kumulation von vielen Katastrophen. Und Sie haben immer wieder geschrieben, die Katastrophe hat bereits stattgefunden, nur wir merken es nicht und wir akzeptieren es auch nicht. Trotzdem, Waldsterben ist ein gutes Beispiel, viele andere Themen wie Atomenergie und so weiter. Die Menschheit hat es immer wieder geschafft, sich zu adaptieren, sich zu ajustieren und Probleme zu lösen. Die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt an diesem Nullpunkt stehen und in die Zukunft denken wollen, wie können wir richtig in die Zukunft denken, damit Lösungen nachhaltig stattfinden, zum Beispiel in der ökologischen Frage? I think, and this is my... Ich denke, und das ist, deshalb benutze ich noch immer das verbotene Wort, Kommunismus. Ich mag das Wort Sozialismus nicht. Wissen Sie, warum ich es nicht mag? Alles ist heute Sozialismus. Bill Gates sagt, sozialistisch heißt, ich habe auch ein soziales Bewusstsein. Man denke an Einwanderung, wenn es mehr lokale Kriege gäbe. Ist es nicht klar, dass es nur zwei Lösungen für dieses Problem gibt? Entweder echte, nicht diese falsche Solidarität, internationale Kooperation. Und jetzt sage ich etwas, ich hoffe, Sie gehen mir nicht an die Gurgel, was viele meiner linksgerichteten Freunde erschüttert. Sie moralisieren umgehend das Problem der Einwanderung, indem sie einfach sagen, lasst uns die Grenzen öffnen. Nein, das ist eine Katastrophe. Wenn wir genau dies tun, dann werden hier in Europa die rechtsgerichteten Populisten an die Macht kommen. Das Einzige, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass es wirklich funktioniert, ist nicht Weltstadt. Das wäre, leider bin ich ein zu großer Realist. Weltstadt hätte zu einer unglaublichen Explosion von globaler Korruption geführt. Vielmehr zu einer obligatorischen Koordination. Zum Beispiel war ein guter Freund von mir, Dupuy, den ich bereits erwähnt habe, Teil einer Delegation der Europäischen Union in, wie heißt dieser Ort? Fukushima. Er war dort 2 Tage danach und er hat mir gesagt, weißt du, etwas mehr als einen Tag lang schob die japanische Regierung Panik, weil sie dachte, dass sie 40 bis 50 Millionen Menschen evakuieren müsste. Die gesamte Gegend um Tokio. Wohin würden diese Menschen gehen? Die historische Lösung ist seit jeher, man zieht in den Krieg und eine Partei gewinnt. Heutzutage ist das aufgrund von atomarer Zerstörung nicht möglich.
Bereits auf dieser Ebene sind wir also. Es ist klar, dass wir extreme Völkerwanderungen haben werden. Gesamte Gebiete werden jetzt unbewohnbar und das auf paradoxe Weise. Wissen Sie, wer jetzt... Ich sage jetzt etwas, das meine politisch linksgerichteten Freunde ärgern wird. Sie sagen, ja, aber du kannst Regierungen nicht vertrauen. Die Menschen sollten sich vor Ort selbst organisieren. Nein, das ist nicht genug. Mein wichtiges Beispiel. Denken Sie an... Nicht an diesen Sommer, sondern an den letzten Sommer vor anderthalb Jahren. Was ist da auf diesem relativ engen Fleck nordwestlich der Vereinigten Staaten, dem südwestlichen Teil von Kanada, passiert? Seattle, Vancouver. Die Temperaturen stiegen fast bis 50 Grad Celsius. Dieser Bereich war an dem Punkt heißer als der Mittlere Osten. Aber das war kein lokales Phänomen. Dort ist es regelrecht explodiert. Die gesamte Luftzirkulation in der nördlichen Hemisphäre. Ich frage Sie jetzt also nicht rhetorisch, sondern indem ich mit völlig gesundem Menschenverstand überlege. Ist der einzige Ausweg nicht eine viel stärkere globale Koordination? Wir müssen uns mit all dem auseinandersetzen, was ich Kommunismus nenne. Und ich nenne ihn noch provokanter: Kriegskommunismus. Einmal habe ich sogar ironisch Fidel Castros Begriff Periodo Especial verwendet, eine besondere Ära von Krieg im Frieden. Wir werden eine globale Umstrukturierung nötig haben. Ich bin nicht naiv, ich predige nicht Nationalisierung, Kommunismus, sondern vielmehr eine Art globale Kooperation der Zivilgesellschaft auf internationaler Ebene. Ich weiß nicht, wie man das umsetzen kann, aber ich sehe keinen Ausweg ohne eine solche globale Kooperation. Und als Pessimist denke ich, dass wir noch stärkere Katastrophen brauchen. Wir haben es noch nicht richtig verstanden. Jetzt versuchen wir das mal ein wenig zu sortieren. Der Kommunismus, den wir noch am Rande miterlebt haben und auf den wir zurückblicken im letzten Jahr... Die größte ethisch-politische Katastrophe. Aber ich wollte nur verstehen, von welchem Kommunismus reden wir. Kuba haben Sie erwähnt. Mein Gott, Kuba haben Sie erwähnt. Venezuela, China. Also das heißt, der real existierende Kommunismus ist ja nicht die Lösung. Was ist denn Ihr Kommunismus, der diese Probleme lösen kann? Sie haben ja immer wieder kritisiert den Kommunismus der Vergangenheit. Sie haben kritisiert den real existierenden Sozialismus. Welchen neuen Kommunismus propagieren Sie? I know that. What is behind your question? Okay, ich weiß, dass sich hinter Ihrer Frage ein sehr einfaches und intelligentes Gegenargument verbirgt. Nein, was ich meine, wenn die sagen, ist das nicht die ewige Geschichte des Kommunismus? Wenn etwas schiefläuft, kommt immer irgendein Idiot und sagt, nein, das war falsch, wir müssen ganz anders anfangen und so weiter. Aber mein Problem ist, mein Ausgangspunkt ist das Gegenteil. Ich bin gegen diese falsche Über-Ich-Moralisierung. Ich glaube, wenn es eine Idee gibt, die als System existiert, dann werden wir auf diese Art in Schach gehalten. Es ist leicht, die Gesellschaft zu kritisieren. Aber haben Sie auch all Ihre Coca-Cola-Flaschen recycelt? Haben Sie sie alle? Fühlen Sie sich schuldig? Und mein Standpunkt ist in gewisser Hinsicht sehr einfach. Er besagt, dass der Kommunismus in der Tat nicht funktioniert hat. Warum? Ich bin davon besessen. Auch in meiner Arbeit spreche ich systematisch davon. Ich liebe dieses Paradoxon. Marx war idealistischer als Hegel. Wir brauchen eine materialistische Rückkehr von Marx zu Hegel. Man bedenke, Hegel hat jedweden Diskurs über die Zukunft verboten. Er sagte, und das ist aktueller denn je, alles, was das Denken vermag, besteht darin, das System zu analysieren, das bereits seinen Höhepunkt erreicht hat und das im Inbegriff ist, sich aufzulösen und dessen innere Antagonismen zu analysieren. Als guter Hegelianer glaube ich daher nicht an jedwede marxistische Vorbestimmtheit.
Auch wenn der Kommunismus nicht notwendig ist, ist er gewissermaßen durch die Geschichte als Richtung vorgeschrieben. Nein, hier sollte man sehr pragmatisch sein. Ich bin ein Vertreter des grundsätzlichen Pragmatismus. Meine grundlegende Einsicht besteht darin, die große Utopie ist, dass wir weitermachen können, indem wir nur etwas mehr Achtsamkeit walten lassen. Nein, Veränderung wird möglich sein, doch dabei gibt es kein großes anderes im Sinne einer höheren historischen Notwendigkeit, das wir hören. Hier bin ich gegen die Lenin-Marx-Tradition. Hier bin ich Robespierre. Er ist mein Held. Wissen Sie, er hat nicht gesagt, wir Revolutionäre sind Werkzeuge von historischer Notwendigkeit. Er hat gesagt, Revolution ist wie ein Schiff auf rauer See ohne Kompass. Man muss riskante Entscheidungen treffen. Gleichzeitig bin ich also sehr pragmatisch. Und ist das nicht das Größte, was wir heute über Hegel lernen können? Wir erkennen Probleme. Aber wenn jemand eine Lösung anbietet, Kommunismus, eher liberaler Kapitalismus, alter Kommunismus, dann ist der erste Schritt, denn bei dem, was wir tun müssen, steht sehr viel auf dem Spiel, uns darin zu fragen, inwiefern Dinge schiefgehen können und wie man die Situation noch verschlimmern kann. Europa war ja lange auf dem Weg, diese sogenannte Wertegemeinschaft auch politisch umzusetzen. Und heute sind wir in einem Europa, das umgeben ist von Staaten oder sich zusammensetzt, die immer mehr in faschistische Bereiche vordringen. Mehrheiten wählen sozusagen autokratische Regierungen. Orbán in Ungarn, Nachbarstaat von Slowenien, wird immer feudalistischer. Wir sind in einer Situation in Europa, wo Proteste stattfinden, Sie haben viel darüber geschrieben, die Menschen gehen auf die Straßen und das Paradox ist, wir leben in dieser Welt der Information. Ich glaube nicht, dass die Menschen blöd sind, im Gegenteil, die Menschen sind besser informiert, als sie es noch vorher waren. Die nächste Generation ist wahrscheinlich sehr viel politischer, aktiver, als wir uns das vorstellen können, wohl informiert. Glauben Sie nicht, dass mit all diesen Ingredienzen vielleicht das Setup ein wenig anders ist? Es ist nicht mehr der Kampf zwischen links und rechts, Sie referieren ja immer auf die alten Linken, sondern wir haben ein total neues politisches, vielleicht sogar apolitisches Setup, das nicht mehr funktioniert, wie die klassischen Demokratien funktionieren. Ja, aber man muss aber man muss hier sehr präzise sein. Natürlich, wenn wir von rechts und links sprechen, so bin ich natürlich kein Linker, wenn Sie mit links diese vorherrschende, woke, cancel culture, politische Korrektheit meinen. Der Grund, warum ich das immer noch links nenne, ist, dass, wo haben wir heute überhaupt noch die Linke? Wir haben, und da stimme ich Ihnen zu, etwas überaus Merkwürdiges. Russland hat einen offenen Pakt mit dem Iran, ebenso wie Kuba mit dem Iran. China kommt, aber es ist ein neuer Block, gleichzeitig mit einem starken Staat und gewissermaßen auch kapitalistisch. Sie mögen dem vielleicht nicht zustimmen, aber meiner Ansicht nach ist das die bevorstehende Spaltung im globalen Kapitalismus von heute, seiner liberalen Version. Und es gibt kein Problem für den Megakapitalismus, sich für LGBT+ und dergleichen auszusprechen, für all dieses Zeug, im Gegenzug zu diesem fundamentalistischen Gegenangriff. Auf einer bestimmten Ebene verstehe ich fundamentalistisch. Deshalb habe ich Wang Haning erwähnt, der sehr intelligent und heute der drittstärkste Mann in China ist. Er hat ganz klar erkannt, wie erfolgreich Amerika ist.
aber auch, wie die Dinge sozial entgleisen würden. Und er bezeichnet sich selbst als neokonservativ und nicht als kommunistisch. Ich bin dennoch der Ansicht, wenn sich unsere Auswahl nur auf diese zwei Pole beschränkt, also auf einen reinen liberalen Kapitalismus mit all dem LGBT-Kram und so weiter und so fort, aber auch wenn es antirassistisch ist, so sind viele ganz normale Menschen unzufrieden und verfallen dann dem Rechtspopulismus. Für mich besteht die eigentliche Tragödie darin, dass der Konflikt, den wir hier heute austragen, im Grunde ein falscher Konflikt ist. Nicht alle Konflikte sind falsch. Nehmen wir zum Beispiel die Ukraine. Ich war von Anfang an voll und ganz auf Seiten der Ukraine. Als Russland Ende Februar angegriffen hat, war das Geheimnis... Ich will nicht zu tief bei Freud einsteigen. Das Geheimnis und weniger das Ansinnen war, okay, es wird schnell vorbei sein, die Ukraine wird fallen. Ich denke, und viele Menschen wollen das nicht zugeben, obwohl sie es zwischen den Zeilen dennoch tun. Die größte Überraschung war für viele Westeuropäer, mein Gott, wieso haben die Ukrainer denn bloß so viel Widerstand geleistet? Nach dem Motto, die haben uns in eine unangenehme Lage gebracht und so weiter und so fort. Und hier denke ich, nein, befürchte ich, dass dies vielleicht das größte Fiasko für die Linke wird. Denn zumindest in Europa, okay, Orbán ist Putins Mann. Aber jetzt denke ich, dass bereits ein Kampf um die Ukraine im Gange ist, nicht nur zwischen Russland und dem Westen, der der Ukraine hilft, sondern zwischen unterschiedlichen Orientierungen im Westen. Natürlich will Polen, dass die Ukraine Teil der Visegrad-Gruppe wird, oder wie auch immer man das nennen will, ein Teil von denen. Es gibt, und ich habe dort Freunde, Ukrainer, die aufrichtig linksorientiert sind, wobei jedoch viele von ihnen, einer von ihnen ist gestorben, als Freiwillige gegen die Russen kämpfen. Zugleich lenken sie aber auch die Aufmerksamkeit auf einige seltsame Fakten, etwa dass der Westen bereits jetzt Hilfe für die Ukraine mobilisiert, um die Privatisierung voranzutreiben. Ein Drittel der besten Gebiete gehört bereits westlichen Unternehmen. Die machen bereits Pläne, wie sie die Ukraine besiedeln. Und das ist mein Pessimismus. Das ist aber nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn Russland gewinnt oder die Ukraine und einen Teil Europas komplett zerstört. Das Zweitschlimmste ist jedoch, wenn die Ukraine als Teil dieser vielleicht nicht neofaschistischen, sondern neopopulistischen, konservativen Gruppe überlebt. Die Linke hat ganz klar die Gelegenheit verpasst, um deutlich zu sagen, wir sind auf der Seite der Ukraine und wollen uns an irgendetwas beteiligen, an was auch immer. Natürlich gibt es politische Manipulationen und Verbrechen auf beiden Seiten, aber kann man nicht, ist das nicht traurig? Wir sind alle deprimiert, aber sollten wir uns nicht wenigstens auch ein bisschen darüber freuen, dass etwas Unglaubliches passiert ist? Niemand hat daran geglaubt, dass es möglich wäre, dass eine Nation sich dazu entschließen würde, sich selbst zu verteidigen und ja, mit unserer Hilfe dies auf heldenhafte Weise in die Tat umsetzt. Abgesehen davon, dass man sich darüber freut, sollte es einen zum Weinen bringen. Es ist unglaublich. Aber wir fühlen uns immer schuldig, so als ob das Problem wäre, wir dürfen Russland nicht zu sehr provozieren. Aber man könnte natürlich sagen, in Bezug auf dieses Experiment, das leider Realität wurde. Welches Experiment? Dieser Krieg von Russland gegen Ukraine. Weil in Europa hat es lange geheißen, das ist der Kontinent, auf dem keine Kriege mehr geschehen werden. Den Jugoslawienkrieg hat man irgendwie ein wenig ignoriert oder vergessen. Balkan, irgendwas Lokales. Okay. Auf einmal kam dieser Schock. Wissen Sie, das ist mein verrückter... Nicht Optimismus, ich bin ja stets Pessimist, sondern mein kleiner Hoffnungsschimmer. Vielleicht wird uns Europäer dies aufrütteln. Wir können uns nicht vollständig darauf verlassen. Aber das wollte ich Sie fragen, weil man könnte jetzt sagen, nach Monaten des Krieges, egal welches Land links oder rechts regiert wurde, am Schluss, bis auf einige Ausnahmen, hat doch Europa relativ rasch bewiesen, dass sie sich
erstaunlicherweise sehr schnell hinter die Ukraine gestellt haben, sehr schnell reagiert haben, sehr schnell trotz allen historischen Belastungen wie in Deutschland oder anderen Ländern sozusagen mitgeholfen haben, dass die Ukraine jetzt nicht verlieren wird, sagen wir mal so. Das ist der Ausdruck, den Habermas verwendet hat. Und der gefällt mir sehr gut. Er sagte, sagen wir nicht, die Ukraine soll gewinnen. Setzen wir uns ein Ziel. Die Ukraine soll nicht verlieren. Vielleicht liege ich ja falsch. Bitte korrigieren Sie mich. Ich habe gelesen, dass in manchen... Ich mache mir keine Illusionen über die Grünen in Deutschland, aber ich habe ein paar von ihren Statements gelesen, wo sie etwas gesagt haben, das ich sehr intelligent finde. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt wahr ist, dass... Wieso nimmt man nur diesen ukrainischen Krieg wahr als etwas, das unser relativ bequemes Leben stört? Es gibt ja auch noch... Mich hat Sarah Wagenknecht sehr deprimiert, als sie einen Pragmatismus auf der untersten Stufe bemühte und sagte, das ist deren Krieg. Wieso sollten wir den Lebensstandard unserer Arbeiter für ein paar Menschen dort gefährden? Nein, ein paar Grüne haben dann gesagt, wieso nutzen wir den Krieg in der Ukraine nicht für den Teil der Maßnahmen, der der Ukraine in Problemstellungen wie der Erderwärmung hilft, um weniger von Erdöl, Kohle abhängig zu sein. Das ist der kreative Ansatz. Wir sollten nicht nur danach streben, dass wir selbst in relativem Wohlstand leben. Oh mein Gott, diese Idioten dort stören uns. Sorgen wir dort also für Frieden? Wie dem auch sei, ich habe diese irre Hoffnung, dass vielleicht diese neue Eintracht von Europa etwas bedeutet. Zumal viele Linke mich wahnsinnig hassen, wenn ich andauernd wiederhole. Ich nenne das meine proeuropäische Haltung. Über Europa kann man sagen, was man will, aber es ist ein relativ gut funktionierendes Modell einer staatenübergreifenden Verbindung von Rechten, die grundlegend vollständig akzeptabel sind. Grundversorgung von Arbeitslosen, kostenlose Bildung, sozialdemokratische Werte. Wir alle wissen, worin diese bestehen. Und dass sie bereits Teil des objektiven, Teil des allgemeinen politischen Raumes sind und in die sozialen Einrichtungen eingebracht sind. Das ist an Europa so einzigartig. Und deshalb lautet mein Vorwurf gegen die Kritiker des Eurozentrismus wie folgt. Seid ihr euch bewusst, dass die gesamte Logik der Argumentation gegen Eurozentrismus, Gleichheit, Frauenrechte und so weiter, auf einer europäischen Tradition basiert? Sorry, aber wenn es einen Denker gab, der rein europäisch dachte, dann war das Marx. Im 19. Jahrhundert war die große Herausforderung, die Marx angetrieben hat, die Klassenfrage. Und wenn wir über die Sozialdemokratie und die Linke sprechen, und da ist das Paradox vielleicht, die Klassenfrage hat sich ja nicht immer nur verändert. Die Errungenschaften haben dazu geführt, dass die Arbeiterklasse, da geht es besser. Aber die Klassenfrage ist weit nach rechts gerutscht, weg von der Sozialdemokratie hin zu den Rechtspopulisten. Heute vertreten die Rechtspopulisten, die Bauern, die Arbeiterklasse und so weiter mehr, als das die Linke getan hat. Und wenn wir uns konzentrieren, auch in Europa, auf die Klassenfrage, die ist bis heute nicht gelöst. Ich verstehe das, aber nichtsdestotrotz möchte ich hier zwei Dinge anführen.
Als erstes hat mich fasziniert, man kann sagen, das war ein begrenztes Phänomen, weil ich ihm zwar nicht begegnet bin, mich ihm aber eng verbunden fühle. Schluss mit der Geheimniskrämerei, die Rede ist von Bernie Sanders. Der hat was im Oberstübchen, ein authentisches Genie. Er sagte folgenden Satz: Nein, wir dürfen der üblichen Besessenheit der Demokraten nicht zum Opfer fallen. Rücken wir nicht zu sehr nach links, sodass wir die Mitte verlieren. Nein, unsere eigentlichen Wähler sind genau die, die Sie erwähnt haben. Diese gewöhnlichen, ausgebeuteten weißen Arbeiter, die sonst Trump wählen würden. Wir sollten uns auf Trump-Wähler konzentrieren. Er hat das gesagt, Bernie Sanders. Und es ist unglaublich, dass es funktioniert. Das Zweite, und ich hoffe, dass Sie mir hier zustimmen, ich stimme dem hier noch mehr zu, als Sie denken, denn ich meine, das grundlegende Argument im Hinblick auf die Arbeiterklasse ist, wer sind eigentlich die Arbeiter? Wissen Sie, das allein wäre schon eine sehr interessante historische Studie. Denn in jeder Epoche wurde ein ganz bestimmter Arbeiter als paradigmatisch erachtet. In der Zeit des Marxismus war es vielleicht England. Textilarbeiter oder Bergmänner waren beliebt, Stahlarbeiter, Minenarbeiter. Das waren die Modellarbeiter. Heutzutage, ich sage jetzt etwas sehr Radikales und Verrücktes. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier in Slowenien gibt es noch immer eine Art von radikalen Linken. Wissen Sie, ich bin fast immer, nicht immer, aber fast immer gegen Streikaktionen. Denn diejenigen, die sich hier in Slowenien immer noch Streikaktionen leisten können, sind privilegierte Angestellte des Staates, Richter, Ärzte und so weiter. Gewöhnliche Arbeiter in Privatunternehmen? Nein. Wer streikt, kann sich verpissen und wird gefeuert. Ich sage, wer in der heutigen Situation klassisch als ausgebeuteter Proletarier im Sinne des modernen, aber dennoch marxistischen Wohlfahrtsstaates gilt, der wird zwar ausgebeutet, hat aber einen festen Job mit Krankenversicherung für sich und seine Kinder, bla bla bla. Das ist nahezu das Ideal. Das bedeutet privilegiert. Wir haben hier erstens, und das war das Geniale an meinem Freund Alvaro Garcia Linera in Bolivien, der gesagt hat, bewegen wir uns von denen, den Hunderttausenden in Bolivien, hin zu den halb illegalen Ureinwohnern, die in reichen Familien angestellt sind. Diese existierten nicht als offizielle Proletarier, Hausfrauen, Reinigungskräfte und so weiter. Bei uns sind alle von denen vertreten. Wir haben unterschiedliche Arten von Arbeitern mit unsicheren Arbeitsverhältnissen, Einwanderer mit ungeregelter Stellung und so weiter und so fort. Ferner haben wir etwas, das der Mann, der gerade gestorben ist, mein Freund Bruno Latour, ökologische Proletarier genannt hat. Sie werden nicht direkt ausgebeutet, aber ein Großunternehmen zerstört zum Beispiel ihren Lebensraum, wie in Ecuador oder in Kanada, wo dieses Fracking stattfindet. Die machen das fast immer in Gebieten, die von Inuit oder wie auch immer sie heißen, bewohnt sind. Ich sage, die hassen den Namen amerikanische Ureinwohner. Mein Problem ist, es gibt immer noch einen einfachen, privilegierten, revolutionären oder emanzipierten Bürger. Und dann können wir das klassische marxistische Spiel spielen und zum Beispiel sagen, warten wir ein bisschen, wenn wir gewinnen, ist es vorbei. Nein, der Iran ist für mich ein Modell für unsere Feministen. Inwiefern? Sie protestieren deutlich für Frauenrechte gegen die Staatsmacht. Selbst so etwas Banales wie, muss man einen Schal tragen oder was, hat Millionen andere Menschen mobilisiert. Allerdings nicht im Sinne von, jetzt übernehmen wir. Frauen setzen sich durch als Auslöser von nationalem Umbruch. Und das ist meine Vision. Ich glaube nicht mehr an eine privilegierte, ich hasse dieses Wort, Emanzipation. Aber sagen wir, okay, ich beschreibe es neutral als Kraft, die eine Veränderung in eine gute Richtung bewirkt. Force which will trigger a change in a good direction.
Nun, man muss sagen, Sie sind ja Philosoph und nicht Politiker. Wenn man Ihre Bücher liest, die philosophischen Bücher, jetzt weniger die politischen Bücher, jetzt ist gerade neu herausgekommen, das erhabene Objekt der Ideologie. Ja, das ist mein erstes Buch. Genau, das Sie Ende der 80er Jahre geschrieben haben und jetzt ist es auf Deutsch neu herausgekommen, erstmals in einer deutschen Übersetzung. Wenn man das versucht zusammenzubringen, was Sie dort schreiben, über die Idee und die Kritik an der Ideologie mit Ihren politischen Analysen heute, wo sehen Sie sich selbst dort? Ist das nicht oft auch eine Kontradiktion zu Ihrem philosophischen Denken, das ja sehr stark geprägt ist von Hegel, der seine Welt... Von Hegel. Von Hegel. Nicht Marx, von Hegel. Hegel. Mein Grundproblem ist Hegel durch Lacan. Lacan ist nur ein Mittel. Durch Lacan Hegel zu reaktualisieren. Und jetzt, das wollte ich fragen. Sie haben vorhin am Anfang des Gesprächs gesagt, Hegel hat gesagt, wir können nicht in die Zukunft schauen, wir müssen jetzt konstatieren, was jetzt ist. Und dieses Jetzt, nochmals zurück auf das, auf das Buch referiert, wenn Hegel heute leben würde, wenn Sie Ihr Buch von Ende der 80er Jahren heute nochmals resümieren, wie sehen Sie der Umgang mit der Ideologie und mit der Ideologiekritik im Angesicht der Realitäten heute? Erstens muss ich präzisieren, dass für mich Ideologie nicht einfach eine ideologische Lüge oder was auch immer ist. Ich denke, dass ich vielleicht noch immer nahe am hegelianischen Marxismus bin, dass es grundlegende Antagonismen bzw. Spannungen in einer Gesellschaft gibt. Und was entscheidet nun für mich, ob etwas Ideologie ist oder nicht? Es ist nicht die direkte Wahrheit einer Sache, sondern betont sie oder mystifiziert sie oder verdunkelt sie diesen grundlegenden Antagonismus? Ideologie ist niemals nur eine Frage der Tatsachen. Ich gebe Ihnen mein bekanntes Beispiel. Sagen wir befinden uns im Jahr 1935 in Deutschland. Sagen wir, ich spiele die Rolle des Bösewichts, ich bin der Antisemit, Sie sind Prosemit, ein prosemitischer Linker, und wir diskutieren Tatsachen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich Ihnen viele Tatsachen nenne, die auf Faktenbasis zweifellos der Wahrheit entsprachen. So wie vermutlich die jüdischen Kunstkritiker einen nahezu dominanten Einfluss auf die Kunstkritik haben, sowie auf den Journalismus und so weiter und so fort. Und Sie, ich sage, sorry, ich bin der Bösewicht, aber die Juden verführen unsere Mädchen. Ihre Antwort könnte dann sehr schlicht lauten, ich hoffe, dass Sie das tun und ich hoffe, dass unsere Frauen jüdische Jungs verführen, denn so finden wir zueinander. Ich sage also, dass unabhängig von der faktischen Wahrheit Antisemitismus vollständig und grundlegend falsch ist, weil er das komplette gesellschaftliche Bild verfälscht, indem er die Kosten des Antagonismus auf einen externen Eindringling projiziert. So, als ob wir eine harmonische Gesellschaft hätten. Hier bin ich also sehr präzise. Zurück zu Hegel. Weg zu Hegel! Nur schnell, ist Antisemitismus oder Rassismus, ist das ein Produkt der Konspiration oder der Ideologie? Zunächst mal gibt es Verschwörungen, seien wir an dieser Stelle nicht naiv. Aber nichtsdestotrotz sind Verschwörungstheorien falsch. Denn es gibt sehr präzise Bedingungen, wo eine bestimmte Verschwörungstheorie vorherrschen kann. Heute beängstigt mich mehr diese allgemeine Krise, auch mit einigen Linken, diese, wie nennt man das, eine Art explosives Gemisch aus unterschiedlichen Verschwörungstheorien. Erstens Covid, da hieß es, nein, es dient dem Kapital. Viele meiner linken Freunde haben das geglaubt. Dann kam der Krieg in der Ukraine. Und obwohl sie gegen Russland waren, vertraten sie die Ansicht, er sei im Interesse der Rüstungsindustrie. Wissen Sie, warum sich Hegel 1990 wie ein Fisch im Wasser gefühlt hätte? Hegel? Als Sie mir die Frage stellten, wovon Hegel besessen gewesen sei,
dann war das nicht die List der Vernunft im Sinne von, selbst wenn die Dinge schlecht erscheinen, am Ende dienen sie einem höheren Zweck der Vernunft. Nein, sein großes Motiv bestand darin, wie selbst der durchdachteste Plan fehlschlagen kann und wird. Hegel hätte 1918 einen intellektuellen Orgasmus erlebt, nachdem, man möge sich vor Auge halten, zumindest in Europa, ein halbes Jahrhundert lang relativer Frieden und Wohlstand geherrscht hatten. Bismarck hatte bereits die Kranken- und Rentenversicherung eingeführt. Alle dachten, dass wir Fortschritte machen. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Die ganze Ehre gebührt hier Friedrich Engels, der das mit fast identischen Zahlen bereits 1881, 1882 vorhergesagt hat. Aber ich glaube, dass Hegels Moment sich exakt gegen Fukuyama gerichtet hätte, der Hegelianer sein wollte. Hegel hätte sofort gemahnt, oh nein, nein, der Fall des Kommunismus ist nicht das Ende. Ich sehe bereits neue potenzielle Antagonismen. Ich denke, genau das brauchen wir heute, diese Art pessimistischen Hegelianismus. Ein Idiot hat mich mal gefragt, mein Gott, was macht uns eigentlich menschlich? Können Sie mir ein Minimalkriterium dafür nennen, dass jemand nicht menschlich ist? Ich gab ihm folgende Antwort. Wissen Sie, diese Situationen hat man häufig. Man geht auf der Straße, es ist nie die legendäre Bananenschale. Jemand rutscht auf einer Bananenschale aus und landet auf seinem Allerwertesten. Oder jemand versucht zu trinken und verschüttet was. Ist man nicht bereit, zu dieser puren Bösartigkeit, zu dieser Boshaftigkeit, jemanden aufrichtig auszulachen, dann ist man nicht menschlich. Das hat nichts mit Hass zu tun, diese grundsätzliche Solidarität. Aber wenn man dann natürlich sieht, dass der andere verletzt ist, dann setzt man das eigene Leben aufs Spiel und hilft umgehend dieser Person. Für mich ist diese Dimension von elementarer Boshaftigkeit ein Hauptbestandteil des menschlichen Daseins. Und das ist ein gutes Stichwort, weil in allen Diskussionen, die heute geführt werden, übrigens gerade auch in der neuen Linken sozusagen, ist der Humor total verloren gegangen. Alles wurde ernster, alles wurde obsessed mit Sprachregelungen. An was liegt das? Die Linke ist derart gefangen in dieser fanatischen Cancel Culture. Wissen Sie, was ich hieran mysteriös finde? Dass die Regeln, haben Sie das bemerkt? Die Regeln sind nicht von vornherein festgelegt. Es gibt keine klare Liste. Plötzlich kann man wegen etwas angegriffen werden. Und wenn es sich verfängt, ist man verloren. Das ist eine vollkommen unchristliche Haltung. Ich definiere mich als atheistischen Christen. Wie Sie wissen, ist die Grundlage des Christentums Vergebung. Und man muss zwar einen Preis für die eigenen Sünden bezahlen, bekommt aber eine Chance. Die Cancel Culture verwehrt einem jedoch diese Chance. Cancel Culture precisely doesn't give you a chance. Aber Sie haben gesagt, dort, wo also keinen Humor zu haben, ist inhuman. Und das ist genau das, was passiert in der ganzen Cancel Culture-Debatte, in der ganzen. You never know. Das weiß man nie. Sie können das gerne rausschneiden, es ist zu lang, aber ich liebe dieses Beispiel. Vor 10 Jahren war ich in Santa Cruz, südlich von San Francisco. Zu diesem Zeitpunkt war es einer der Geburtsstätten, der Ursprung der politischen Korrektheit. Und um meinen Vortrag, mein Argument zu verdeutlichen, habe ich einen Witz über einen Roma-Zigeuner in einem Café erzählt. Wichtig ist, dass am Tresen ein weißer Mann sitzt und Whisky trinkt. Plötzlich springt ein Affe auf den Tresen, wäscht sich seine Hoden im Whisky und läuft weiter. Der weiße Mann fragt den Wirt, wissen Sie, warum der Affe sich die Hoden in meinem Whisky wäscht? Der Wirt antwortet, tut mir leid, keine Ahnung, fragen Sie doch mal den Musiker, den Roma-Zigeuner da drüben. Der weiße Mann fragt ihn und der Roma-Zigeuner antwortet, natürlich weiß ich das, worauf er beginnt, ein Lied zu improvisieren.
oh, warum wäscht sich der Affe und so weiter. So führe ich Kultur ein. Verzeihung, Ideologie. Ideologie gibt einem keine Antwort, sondern sie singt ein Lied. Mein Vortrag wurde unterbrochen. Ich frage, was ist los? Die sagen, er macht sich über die Minderheiten lustig, über Zigeuner, über die Roma, über die Arten, über Tiere. Ich bin explodiert und habe gesagt, sind Sie verrückt? Der eigentliche Gewinner ist der Affe. Und der Zigeunermusiker ist auch ein Gewinner. Der Idiot der Geschichte ist der weiße alte Mann. Wissen Sie, was mich gerettet hat? Jetzt kommt die Ironie. Daran zeigt sich die Verlogenheit der politischen Korrektheit. Gerettet hat mich amerikanischer Rassismus. Am Ende erfuhr ich, dass man zu meiner Beurteilung ein Komitee einberufen hatte und nun war ich um ein Haar gecancelt worden. Schließlich sagte ein Mann, Sie müssen wissen, er kommt vom Balkan, die sind alle so drauf, die sind primitiv und so weiter. Das hat mich gerettet. Lassen Sie uns noch über Nationalismus sprechen. In Europa war die Idee, dass wir ein vereintes Europa haben. In den letzten Jahren ist es immer mehr in den Fokus gerückt, dass die einzelnen Nationen wieder nationale Identitäten haben wollen. Die ganze Idee einer europäischen Kultur unter Bewahrung der einzelnen nationalen Kulturen hat noch nicht funktioniert. Wieso nicht? Soll ich Ihnen was sagen? Ich weiß, dass Sie aus der Schweiz kommen. Und vielleicht ist das ja mein idealisiertes Bild von außen. Aber wann immer ich in die Schweiz fahre, wird mir gesagt, und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass ihr die verschiedenen Teile, die zwei größten sind Deutsch und Französisch und der kleinste ist Italienisch, sehr gut klarkommt. Aber dass ihr auf kultureller Ebene nicht allzu viel zusammenarbeitet. Der deutschen Schweiz geht es mehr um den deutschen Raum, der französischen um Frankreich. Ich hasse diese Haltung, wir sollten einander verstehen. Wie kann ich euch verstehen, wenn ich mich selbst nicht verstehe? Vielleicht ist es ja mein Idealbild, aber für mich ist die Schweiz ein Modell von folgenden Attributen. Höflichkeit, Ignoranz, Distanz. Und vielleicht gibt es davon nicht genug. Nur auf diese Weise wird ein vereintes Europa funktionieren. Aber das ist ja ein großer Unterschied. Sie haben jetzt die Kultur als Beispiel angeführt, der Multikulturalismus, die funktionierende Kultur. Das ist ja anders mit dem Nationalismus. Der Nationalismus möchte eben diese Vermischung nicht. Der Nationalismus möchte nicht, dass sich die Kulturen treffen. Okay, hier, yes, but here maybe this will disappoint. Vielleicht wird sie das wiederum enttäuschen, aber hier, vielleicht liege ich falsch, aber ich bleibe ganz und gar traditioneller Marxist. I think that für mich ist Nationalismus. Gut, es gibt außergewöhnliche Zustände, etwa bei einem Angriff wie auf die Ukraine. Aber selbst heute in der Ukraine dient Nationalismus stets als Werkzeug, um die herrschende Klasse oder um zwischen Machtverhältnissen zu unterscheiden. Deshalb ist für mich der größte Ausspruch, der widerwärtigste Ausspruch, mein Land, richtig oder falsch. Ich hatte gleichfalls Probleme in der Ukraine, als ich eine Rede mittels Zoom gehalten habe und sagte, weist die Russen nicht zurück. Sorry, sagte ich zu ihnen, ihr seid Helden. Aber ihr Russen, die ihr buchstäblich euer Leben riskiert und verhaftet werdet, weil ihr Putin angreift, ihr stellt euch gegen euer Land, auch wenn es falsch ist. Das ist für mich stets das leuchtende Beispiel einer hohen ethischen Gesinnung. Das ist für mich der Inbegriff von Ethik. In diesem Sinne, gut, manche halten mir nun entgegen,
das sei antiimperialistischer Nationalismus. Aber ich sage immer, auch ich habe Zweifel. Zum Beispiel bin ich hier mehr auf der Seite von Pakistan. Man erinnere sich daran, wie Gandhi von einem hinduistischen Fanatiker ermordet wurde. Was waren Gandhis letzte Worte, als er niedergestochen wurde? Das ist dafür, dass ich Pakistan von Indien abspalten durfte. Selbst bei diesem Befreiungskampf zugunsten von politischer Unabhängigkeit ist Nationalismus stets missverständlich. Das war das Großartige an Mandela. Trotz all seiner Fehler wollte er nie ausschließlich die Karte der Schwarzen ausspielen. Jetzt sind sie in Gefahr. Sie spüren die Versuchung. Mugabe, das ist Mugabe. Er hat es vermasselt und dachte sich, okay, schieben wir es auf die Vorherrschaft der Weißen. Ein Paradebeispiel hierfür ist Angola. 85% der Menschen dort leben in derselben Armut, in schlimmeren Verhältnissen als noch unter der Kolonialmacht Portugals. Von daher glaube ich viel stärker an diese lateralen Verbindungen zwischen verschiedenen Gruppen. Und ich denke, die wahre Größe einer Nation zeigt sich darin, dies zu bewahren und zu schlucken. So ist etwa bis vor kurzem alles Mögliche schiefgelaufen. Und genau das mag ich an den Vereinigten Staaten. Es stellte zum Beispiel kein Problem dar, wenn Deutsche, Schweden oder Italiener ihre Kultur bewahrten. Sie sind 1949 in Slowenien geboren. Die ersten vier Jahre meines Lebens war Stalin noch am Leben. Genau, ich wollte sagen, Sie haben alles erlebt. Sie haben Stalinismus erlebt, Sie haben den Kalten Krieg erlebt, Sie haben den Kommunismus erlebt, Sie haben die Befreiungsbewegung erlebt. Sie haben so viele. Aber jetzt ist es mystifiziert. Wir befinden uns in einem großen Kampf in Bezug darauf, wer Unabhängigkeit definieren wird. Ich wollte nur fragen, was würde Sie zum Pessimisten machen? Was würde Sie verändern? Vom Pessimisten zum Optimisten? Ich glaube an kleine materialistische Wunder hier und da. Soll ich Ihnen sagen, warum? Ich drücke es mal so aus. Okay, das ist mein Standardwitz. Heute passiert so viel Scheiße, dass man als Optimist stets enttäuscht wird, dass etwas schief geht. Aber wenn man Pessimist ist und hier und da etwas passiert, dann kann man sich freuen. Zum Beispiel dachte ich, Bolivien? Scheiße. Scheiß drauf, Morales und seine Gruppen haben es getan. Okay, Syriza hat versagt. Aber mein Gott, es war ein Wunder, relativ gesehen, später. Das ist eine andere Geschichte. Eine radikale linksorientierte Bewegung, keine Bedrohung, dass es sich autoritär entwickeln würde. Sie haben die Wahlen gewonnen und so weiter. Ich sage, seid geduldig und wartet auf Wunder. Wunder, das ist nur der Sinn dafür, dass sich politische Ereignisse niemals vorhersagen lassen. Sie entstehen gewissermaßen aus dem Nichts. Aus dem Nichts im Sinne von dem, was wir als offizielle Geschichtslinie wahrnehmen. Slavoj Žižek, vielen Dank für das Gespräch. Talk about power, power of the mind, and the power of perception. Let's talk about freedom, freedom of choice, freedom of conception. Let's talk about the power of the will, the power of the black hole. Here we are now shaping our lives. Hegemony,
Jiminy. 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 How long can a damn hole bag of water? How long? How long? How long can a damn hole bag of water? How long? How long? Jiminy, fuck that shit. Jiminy.